Was ist Minecraft? Minecraft ist ein Spiel, bei dem es darum geht, Blöcke abzubauen, neue Dinge zu erschaffen und dabei jede Menge Abenteuer zu erleben. Du spielst dabei in einer mysteriösen Welt aus verschiedenen Umgebungen. Überall in dieser Welt triffst du auf Tiere und Monster. Werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Spielmöglichkeiten. In Minecraft vergeht die Zeit 72 Mal schneller als in der echten Welt. Jeder Tag dauert 20 Minuten. Auf 10 Minuten Tag folgen 1 Minute 30 Sekunden Abenddämmerung. Die Nacht dauert 7 Minuten und die Morgendämmerung wiederum 1 Minute 30 Sekunden. Dann wieder Tag und das ist der Minecraft-Tageszyklus. Du kannst das Spiel alleine spielen oder zusammen mit einem Freund. Überlebensmodus oder Kreativmodus? Überlebensmodus. Im Überlebensmodus wirst du viel Spaß dabei haben, gegen all die Monster zu kämpfen, die sich in der Dunkelheit verstecken. Du musst Rohstoffe sammeln, Nahrung finden und dir einen Unterschlupf bauen, wenn du überleben willst. Kreativmodus. Im Kreativmodus kannst du dir ganz ohne Sorgen vor aggressiven Monstern agieren und du musst nicht essen, um zu überleben. Du hast Zugang zu allen Blöcken und Gegenständen und kannst bauen, was du willst. Deine Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Bevor du das Spiel startest, hast du die Möglichkeiten, zwei Charakteren auszusuchen. Einmal den Steve und einmal den Alex. Beim Spielen werden auf dem Bildschirm diverse Informationen über deinen Charakter angezeigt. Fadenkreuz. Dieses kleine Kreuz hilft dir, auf Blöcke zu zielen, die du abbauen möchtest, beziehungsweise auf Monster, die du bekämpfen willst. Es zeigt den genauen Punkt auf den du das Werkzeug oder den Gegenstand anwenden wirst. Lebensleiste. Deine Lebensleiste zeigt an, wie viele Gesundheitspunkte du derzeit hast. Sie besteht aus 10 Herzen, wobei jedes Herz 2 Gesundheitspunkte wert ist. Das bedeutet, du hast insgesamt 20 Gesundheitspunkte. Du verlierst Gesundheitspunkte, wenn du nichts isst, wenn du Schaden erleidest von Monstern. Fülle deine Lebensleiste immer so gut wie möglich auf. Erfahrungsleiste. Diese Leiste zeigt an, wie viele Erfahrungspunkte du bisher erhalten hast. Erfahrungspunkte erhältst du durch Bergbau, das Einschmelzen von Erzen, durch Jagen und das Besiegen von Monstern. All dies wird mit der Erscheinung von Erfahrungskugeln belohnt, die du automatisch aufsammelst, wenn du nah genug an sie herangehst. Schnellzugriffsleiste. Diese neuen Fächer ermöglichen dir einen schnellen Zugriff auf die Gegenstände und Blöcke, die du am meisten benutzt. Hungerleiste. Deine Hungerleiste ist ebenfalls sehr wichtig. Sie hat einen direkten Einfluss auf deine Lebensleiste. Sie besteht aus 10 Fleischkeulen bzw. 20 Nahrungspunkte. Jede Fleischkeule ist 2 Nahrungspunkte wert. Sorge dafür, dass die Leiste gut gefüllt ist. Sonst verlierst du nach und nach Gesundheitspunkte. Dein Inventar. In deinem Inventar lagerst du und verwaltest du alles, was du auf dein Abenteuer findest. Es besteht aus 27 Fächern und einem 2x2 großen Crafting-Feld, in dem du simple Sachen herstellen kannst. Außerdem hast du 4 Felder für die Rüstungsteile. Legst du deinen Schutzrüstungsteile an, indem du sie in die jeweiligen Felder platzierst. Minecraft-Dimension. Es gibt 3 Dimensionen in Minecraft. Die Oberwelt, den Nether und das Ende. Du startest jedes Spiel in der Oberwelt. Die Oberwelt. Dies ist dein Zuhause, wenn du anfängst, Minecraft zu spielen. Es gibt dort viel zu entdecken, denn die Oberwelt ist unendlich. Wenn du dein erstes Spiel beginnst, findest du dich in einen von 13 verschiedenen Umgebungen, auch Biome genannt. Der Nether.
noch musst du dir keine Gedanken machen um diese höllische Dimension. Eines Tages wirst du ihr jedoch einen Besuch abstatten wollen, um Zutaten für Getränke zu sammeln. Der Nether beheimatet viele gefährliche Kreaturen und jede Menge Lava. Das Ende. Nach allerlei Abenteuer wirst du irgendwann gewappnet sein, ins Ende zu reisen und dich dort den Enderdrachen zu stellen. Die Umgebung ist dort äußerst feindselig, es gibt kaum Ressourcen und überall lauern gefährliche Endermen. Der Drache ist das furchterregendste Monster in ganz Minecraft. Glück beim Spawn. Mit ein wenig Glück landest du in einem Biom mit Bäumen, Gras, Tiere und Wasser. Dinge, die dir dabei helfen, zu überleben. Für die beste Überlebenschance solltest du so lange eine neue Welt erstellen, bis du von diesen Dingen umgeben bist. Wenn du großes Pech beim Spawn hast, landest du in einer abgelegenen oder kargen Gegend, inmitten einer Wüste oder auf einer winzigen Insel mitten im Ozean. Dies wäre ein guter Grund, eine neue Minecraft-Welt zu erstellen. Wenn du spawnst, wirst du dich in einem von 13 verschiedenen Biomen wiederfinden. Biome sind Gebiete mit unterschiedlichen Umgebungen. Und so sehen sie aus. Das war jetzt eine kleine Einführung. Was ist Minecraft? Und natürlich abonnieren nicht vergessen.